Jo, meine Freunde, was geht ab euch? Biber hier am Start. Ich hoffe, ihr hattet eine erholsame Zeit, bis seitdem ihr die letzte Folge angesehen habt. Oh, fuck, fuck. Ich hatte nämlich keine, wie ihr gerade gesehen habt. Ja, jetzt ist es wieder Tag und wir machen hier ein Minecraft-Let's Play. Hier sind meine Items, okay. Ich habe mich hier eingebaut, um mich zu schützen vor den Monstern. Und das Lustige ist, hier sieht man irgendwie keine Monstern. Und das Gute an meinem Tod ist, dass ich Hunger wieder habe. Also, dass ich... jetzt habe ich auf dem Bildschirm gezeigt. Dass ich... die Hungerkeulen wieder aufgefüllt habe. Und hier ein Ei. Jetzt habe ich drei. Egal. Ah, jetzt haben wir Kobelstein. Kobelstein. Koblenzstein. Und jetzt machen wir uns... Was machen wir uns jetzt? Eine Spitzhacke und eine Schaufel. Machen wir uns jetzt. Wupp. Ja, toll, jetzt haben wir... Mit der Schaufel bauen wir jetzt... Ja, ich habe hier eine komische Ordnung in der Leiste. Jetzt bauen wir den Sand ab. Und dann bauen wir hier ein Haus hin. Und ja, dann ja, kochen wir hier Meth und dann drucken wir hier Geld und dann schlagen wir hier kleine Kinder zusammen. Was? Keine Ahnung. Ja, ich habe wieder mal keine Themen, über die ich reden könnte. Und deswegen, ja. Übrigens, ich habe einen zweiten Kanal eröffnet. Und da mache ich, glaube ich, ab jetzt irgendwie so Meinungsblogger und Kanalzerstörer-Videos. So nennt sich diese Szene. Da mache ich einfach Videos über meine Meinung. Ja. Und ihr müsst da abonnieren. Aber ich sage euch nicht den Link von dem Kanal, weil ich nämlich scheiße bin. Und jetzt müsst ihr selbst suchen. Jetzt müsst ihr den Kanal selbst suchen. Das ist jetzt einfach euer Schicksal. Selbstschuld. Selbstschuld. Ja, Sandstein. Sandstein ist ein echt toller Stein, finde ich. Weil er sieht in echt, also in echt sieht er nicht schlecht aus. In dem Texture Pack ist er scheiße. Scheiß Honeyball, fick dich. Nee. Ich mag das Texture Pack. Obwohl es scheiße ist. Nee. Meine Schaufel geht kaputt. Das heißt, wir brauchen mehr Kobelstein. Was ich hier unter der Erde finde. Yeah. Fuck. Kies. Ja, Kies ist auch so ein schlechter Baustoff. Weil er einfach runterfällt. Hier. Hallo. Und das mag ich an Kies einfach nicht. Er nervt einfach bloß. Wenn man in irgendeiner Höhle oder so ist und man baut irgendwas ab, fliegen einfach mal 200 Kubikmeter Kies auf einen herunter und dann stirbt man einfach. So, jetzt haben wir hier diesen Hügel abgebaut und jetzt will ich mir eine Axt machen, die restlichen Bäume hier fällen und dann anfangen mit dem Häusle bauen. Danke. So. Eine Axt, eine Steinaxt. Und wir haben ungefähr 10 Milliarden Sand haben wir. Und wir, was können wir denn mit Sand machen? Zum Beispiel TNT könnten wir machen. Oder wir könnten uns hochbauen, wenn der Baum wieder zu groß für unsere Ärmchen ist. Yeah. Ja, genau. Also ich
habe ich zwar schon irgendwann mal erwähnt, aber wieso ich diese Version ausgewählt habe und wieso ich nicht die neue Version spiele. Also ich will mich ja abheben von den ganzen anderen Minecraft-Let's Playern und deswegen bin ich so kreativ und spiele in einer alten Version, weil das nämlich kreativ ist. Also auf jeden Fall, das war meine erste Minecraft-Version, mit dieser Version habe ich angefangen, was eigentlich ziemlich spät war. 2011 war schon ziemlich spät für Minecraft. Die ganzen anderen Leute, also meine Freunde und so, haben schon viel früher angefangen. Finde ich auch irgendwie schade. Mein Freund hatte damals einen Minecraft-Server, also wirklich damals. Und da haben wir immer drauf gespielt, das war echt geil. Bloß als dann mit einer Version die Dschungelbiome, nicht die Dschungelbiome, das eine Biom, wie heißt das? Das eine Biom, das scheiße aussieht. Das Sumpfbiom, genau. Als das Sumpfbiom dazu kam, das war dann mega scheiße, weil dann genau da, wo ich mir auf dem Server ein Haus gebaut habe, war dann das scheiß Dschungelbiom und das hat einfach bloß scheiße ausgesehen. Als hätte da einfach jemand als wäre jemand mit dem Helikopter drüber geflogen, hätte seine Hose ausgezogen, sich über die Tür aufgemacht und dann über das Geländer gebogen von dem Helikopter und dann einfach seinen Durchfall mit uns unten auf dem Server geteilt. Als wäre einfach überall Scheiße verteilt auf dem Server. So hat das ausgesehen. Ja. Ich habe ja vorher schon Minecraft gespielt, also vor der Beta 1.8. Da kann ich mich aber eigentlich fast gar nicht mehr erinnern. Und das war auch nicht so lange davor, aber egal. Ich habe ja Minecraft ganz lange gecrackt gehabt. Und dann nach einer langen Zeit habe ich es gekauft. Ich glaube, gekauft habe ich es in Beta 1.8.1 oder in den ich glaube schon in den Pre-Release 1.1.9 Zeiten. Ja, genau, da habe ich es dann gekauft. Und ja, seitdem spiele ich Minecraft und mache ich Minecraft Let's Plays. Wieder andere auf YouTube. So, ich würde sagen, wir haben jetzt genug Platz für ein Haus. Und dann bauen wir jetzt ein Haus. Und wir fangen an mit den Außenseiten-Dingen. Und ich will es zwar nicht zu groß machen, weil meine ist sowieso viel zu groß, was. Aber es soll auch nicht zu klein sein. Also. Ja. Also, ich habe gestern Minecraft Rush gespielt mit einem Franzosen. Ich kann zwar kein Französisch, aber. Er kann ein bisschen Deutsch. Vielleicht kommt da auch mal... Ah, oh, hat genau gepasst. Wunderbar. Vielleicht kommt da auch mal mehr. Also dieser Baum ist weg. Mehr Minecraft Rush, wie jeder andere YouTuber das auch macht. Und vielleicht bekomme ich damit ein paar kleine 12-jährige Zuseher, die mich abonnieren und mich liken. Und dann wäre ich sehr zufrieden. Und dann hätte ich mein Lebensziel abgeschlossen und dann könnte ich in Frieden sterben. Was? Wir brauchen mehr Cobblestone. Einfach mal cheaten. Was? Ja. Cheaten macht man nicht. Cheaten ist für Cheater. Ja, cheaten ist für Cheater. Jetzt habe ich es gesagt. Und auch bei der zweiten Nacht müssen wir uns wieder einbauen. Und wir haben immer noch kein Haus. Wie armselig ist das denn? Keine Ahnung, wie armselig das ist. So, ein bisschen kann ich ja noch aufbleiben. Mami, kann ich noch aufbleiben? Ich will noch nicht schlafen. Aber jetzt geht's dir. Haha. Oh yeah. Jetzt habe ich Chicken zu eaten. Yeah. Swag. Pilze anpflanzen und dann verkaufen. Ja, nicht die Pilze, sondern die Pilze, die man im Wald findet und die ganz normalen Pilze, die nicht mit irgendwelchen Drogen assoziiert werden. Natürlich, wir wollen hier ja politisch korrekt sein.
muss ja ein gutes Vorbild für meine fünfjährigen Zuschauer sein. Also eben Kaktussen absammeln und irgendwo wieder anpflanzen. So. Und jetzt können wir uns einwandern. Also dieser Mond ist ja sieht irgendwie voll 1998 aus, aber egal. Ja. Übrigens, mein erstes PC-Spiel war Age of Empires 1. Könnt ihr mal googeln, was Age of Empires ist. Und Monster Truck Madness. Die Spiele haben mega scheiße ausgesehen, aber sie liefen auf meinem PC damals. Damals 1974, auf meinem Windows 98 PC. 1974. Ja, ich habe die echt immer cool gefunden. Da war ich bei meiner Oma, der PC war bei meiner Oma. Da war ich immer bei meiner Oma. Dann gab es was zu essen, Mittag. Und dann bin ich in mein Zimmer hochgegangen und habe dann mein Age of Empires gespielt. Und hier ist es saudunkel. Und wo ist mein Crafting-Dings-Table-Dings? Ah, bringt nix. Naja, mit dieser Information, wo mein PC damals stand, werde ich jetzt diese Folge beenden. Und ich sage, arrivederci, amigos. Como ist da? Scheiße! Nein, Sticky Keith, fick dich! Egal, ja dann, egal. Also dann...